sind hier bei der Fertigungsstätte der OSS in Hoboken in Belgien. Heute wird der dritte Trafo eingehoben in die Struktur. Ja, mein Name ist Vincent Burath, ich bin der Teilprojektleiter für die Offshore-Umspannstation. Die OSS hat schon das finale Format. Wir müssen auch jede Menge Kabel ziehen. Ich glaube, in Summe ziehen wir 80 Kilometer Kabel. Es fehlt auch noch ein bisschen Ausrüstung. Also wir sind aktuell bei 70-80% Fertigungsfortschritt. Wir werden gleich den dritten Haupttransformator in die Struktur einheben. Der Trafo ist 9 Meter hoch mit den Anbauten, 5 Meter tief, 7 Meter breit und hat ein Gewicht von 190 Tonnen. Also im Trafo ist jede Menge Kupfer und auch Stahl. Der Kupfer ist um den Stahlkern gewickelt und das Ganze ist im Ölbad gelagert. Und ja, das sind in Summe 50 Tonnen Öl. Da könnte man so 10.000 belgische Friteusen damit füllen. Wir haben so drei solche Trafos auf der Plattform. Die Aufgabe des Trafos ist, den Strom des Windparks von 33.000 Volt auf 155.000 Volt hoch zu transformieren. Bei jedem Trafo fließt genug Strom, um 200.000 Haushalte zu versorgen. Ja, und dann wollen wir mal hoffen, dass der Trafo durch die Luke passt. Und dass er auch 25 Jahre Betriebszeit dort bleibt. Ist schon knapp, wa? Ja, sehr schön. Wenn man sich das so vorstellt, das ist das Gewicht von 100 Autos, was an diesen zwei Seilen hängt. Das ist jetzt definitiv der aufregendste Moment. Viel Spiel ist ja nicht zwischen Trafo und Luke. Das muss jetzt noch ganz genau auf den Sockel passen. Na, schauen wir mal, wie sie es in den Griff bekommen. Es ist vollbracht. Jetzt sieht man, wie knapp das Ganze war, wenn man das linke Seil betrachtet. War nicht mehr so viel Platz nach links. Wir werden ein bisschen nachpinseln müssen. Der Korrosionsschutz ist weg. Wir haben jetzt einen großen Schritt gemacht. Der dritte Trafo ist drin. Aber es folgen noch jede Menge kleine Schritte. Wir müssen auch Kabel ziehen, Leitungen installieren und das Ganze noch in Betrieb nehmen an Land. Also hoffen wir, dass wir bis Mai durch sind. Dann geht's Richtung Offshore.